3 nachmittags. Kurz hinter der deutsch-französischen Grenze. Trucker Babe Julia ist auf dem Weg zum europäischen Truck Trial. Die Asphaltfee transportiert das Wettbewerbsfahrzeug im Wert von rund 200.000 Euro. Da wird sie plötzlich von einem Wohnmobil fast von der Fahrbahn gedrängt. Geht's noch? Da kann wahrscheinlich die eigene Länge seines Fahrzeugs nicht einschätzen. Der ganze Anhänger ist quasi noch neben mir gewesen und der will einbiegen. Katastrophe. Das nenne ich lebensmüde. Hätte ich nicht abgebremst, dann wäre mir vorne reingefallen. Und sowas ist, wow, das wäre ein absoluter Albtraum. Jetzt gerade so kurz vorm Ziel, total unnötig. Okay, kleiner Schocker, aber gut, weiter geht's. Platz da, jetzt komm ich. Ich bin 6-1-4er. Den hast du ja schon druck. Jetzt bis 7er. Leben im Tag, ein Tag, ein Tag aus. Lebe wie ich lebe, lebe so wie ich allein. Jetzt immer, wenn ein Auto wird ein Anhänger, ne? Wenn ich den hier schon auf der linken Spur sehe, dann bin ich schon so. Julia überführt den Spezialtruck der Europameister nach Fublaine bei Paris. Die Route führt von Kirchberg über Mannheim, Saarbrücken und Rheims. Sightseeing mit Spezialauftrag. Ich wollte mir schon so eine Landkarte kaufen, wo du dann wegratzen kannst, wegradieren kannst, wo du schon überall warst. Und ich meine, Paris ist nicht weit weg von Deutschland so gesehen, ne? Und dass ich da noch nicht war, ja, nervt mich schon ein bisschen, aber jetzt darf ich da eventuell hin. Und dann würde ich das schon für mich auf so einen Stempel setzen. Da war ich, das habe ich gesehen, das habe ich mitgenommen. Da muss man doch gewesen sein, oder nicht? Stimmt. Das liebt die 29-Jährige am Truckerleben. Man bekommt ordentlich was zu sehen. Also wenn ich es schaffe, eine Runde auch in die City reinzufahren und zu gucken. Natürlich ohne LKW. Da würde ich mir auch gar nicht reintrauen nach Paris City. Ich stelle mir da schon wahnsinnig vor. Die Straßen und die Art und Weise, wie die Leute da fahren, ist schon wahrscheinlich heftig. Bam, egal ob eng, nicht eng, die fahren schon krass, was ich so mitbekommen habe. Ne? Boah, nee. Also sofort da rein, einfach so, freie Schnauze, ohne dass ich's muss, würde ich's nicht machen. Mit der Bahn ist es nur eine Stunde bis Paris. Aber eigentlich verbinde ich mit Paris, na, den Eiffelturm, ein Croissant essen, Stadt der Liebe. Jetzt bin ich natürlich alleine da, egal. Ich mach mir's schön. Also Sebastian wollte schon ein paar Mal mit mir nach Paris, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, wir haben es einfach nicht gemacht. Langsam nähert sich der Konvoi der Europameister dem französischen Austragungsort. Bienvenue. Willkommen. Ich mag auch die französische Sprache, ne? Also finde ich geil. Ich kann es selber nicht. Schade, vielleicht lerne ich es ja auch noch. Aber ich finde das ganz cool. Warte. Deutsche Fabrik hat Alemannia. Doch du redest immer weiter. Ich bezirn mich schon male. 2 Tassen Kaffee, ein Stift auf deiner Hand. Schöne Palma Francais. Aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Ausfahrt erwartet Julia dann die weniger schöne Seite Frankreichs. Eine Péage, eine Mautstation. 73,30 Euro. Für 350 Kilometer. Aber Julia muss das zum Glück nicht aus der eigenen Tasche bezahlen. Eine sehr lustige Straße, vor allen Dingen. Ist die so klein und so unauffällig, dass die Autos überhaupt so groß langfahren? Also so mitten in einem kleinen Städtchen. Mit 5 Trucks über die französischen Dörfer. Jetzt heißt es Konzentration. Oh wow, da kommen jetzt natürlich die Autos um die Ecke und jetzt die LKWs. Wow, wo müssen wir denn hier lang? Katastrophe. Ja, Bordstein nicht mitgenommen. Das läuft doch bis jetzt.
Besser nicht zu laut sagen, sonst läuft's gleich nicht. Das wäre natürlich blöd. So kurz vor dem Ziel.